Hallo Leute, wir sitzen gerade im Taxi und ich bin nicht alleine. Mit dabei ist Robert. Moritz, hallo, lange nicht gesehen. Was geht? Hallo, was geht ab, man? Tore, Johannes und Timmy. Und wir fangen jetzt an, meine Wohnung leer zu räumen, weil ich ziehe um. Nein. Ich habe 2 Tage Zeit. Wir haben noch gar nichts gemacht, bis auf den Spiegelabgang. Und es geht jetzt los. Viel Spaß bei diesem Video. Es ist echt traurig. Es war ein schönes Jahr hier. Deswegen auf nach Madeira. Woo! Let's go, dickes Clowns-Auto. Moritz geht ohne zu bezahlen. Uber gewöhnt, da kann man einfach so raussteppen. Das habe ich auch perfekt gerade vor dem Taxifahrer gesagt, dass er richtig traurig ist. Hey, war das jetzt Uber oder mein Taxi? Das war mein Taxi. Okay. Auf Madeira gibt es jetzt auch Uber, glaube ich. Geil. Okay, wir brauchen 20 Kartons und Spachtelmasse. Das ist genauso aus dem YouTube-Video eben. Kurz eingeblendet. Mehrere Gebinde zur Verfügung. Perfekt. Das Problem ist, ich kann nicht doll fuschen, weil, also ich filme das Ganze ja gerade. Das heißt, ich darf den Fusch nicht filmen. Leute, guter Fusch ist keine schlechte Arbeit, das ist richtig, wie der gute Finn Kliman immer gesagt hat. Wir brauchen eigentlich nur weiße Farbe und dann können wir das ja rübersprayen, ne? Weil das Problem ist halt, wir haben jetzt so ein paar Handabdrücke an der Wand, so die ein bisschen braun sind. Nicht braun, Quatsch. Wir haben schwarze Handabdrücke an der Wand. Also ein bisschen, also überall ist halt so ein bisschen Dreck. Das sind keine dollen Kratzer oder so, aber die müssen wir irgendwie verdecken. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Du hast noch was? Oh, Wände und Decken. Mehrere Gebinde. Junge, Molto ist einfach der größte Ehrenshop. Wir brauchen eigentlich auch noch einen Spachtel, ne? Oder was kann man stattdessen statt einem Spachtel benutzen? Einfach ein Stück Pappe oder so geht auch, oder? Ja. Logisch. Johannes ist sich ganz sicher. Ja. Das ist auch von Ultraman. Nein, wir bleiben jetzt der Marke treu. Molto, Kuss geht raus. Jetzt brauchen wir eigentlich noch Umzugskartons, ne? Es ist so viel geiler, mit dem Handy zu vloggen. Ich sag's, wie es ist. Cargo XXL. So wie deine Mom. Aber gut. Wie viel willst du davon jetzt mitnehmen? 15? Aber Kilogramm braucht man nicht, oder? Nee. Der Finger ist drauf gerade, oder? Nee. Ah, die Linse jetzt da oben ist es, ne? Ja. Sehr gut. Cut. Vor allem, es war eigentlich sehr dumm, dass wir erst das alles holen und dann ins Restaurant gleich essen gehen. Nee. Nö. Nö, warum? Sehr gut. What love? Leute! Haben Sie Kartons? Jetzt bist du weit, Leute. Ich kann nicht sagen, wo ich gewohnt habe. Bei Dr. Med. Birgit Bernstein Sommer hast du gewohnt. Ich wohne einfach mitten auf den Ringen. Let's go. Nein, du musst tatsächlich tief in meine Jeans reinpassen. Oh yeah, oh yeah. Es fühlt sich sehr unangenehm. Ja, du hast einiges drin. Oh, warte. Nein. I think we stop this here. Oh. Ah, sauber, Junge. Kleine Runde. Finger am Kopf. Nee, das klappt nicht, Digga, oder? Klappt das? Ja, doch, das klappt. Ah, doch. Ah, eng, Digga, eng. Gar nicht ganz eng, aber close one. Tschüss. Sehr erfolgreich. Wir gehen jetzt was essen und dann wird später eingepackt. Und wir gehen auf Yu-Gi-Oh-Karten kaufen. Ja, ganz wichtig. Junge, ich kann einfach jetzt meine Adresse liegen. Also natürlich komm nicht her, weil ich wohne nicht mehr hier. Aber ich kann euch später vielleicht noch ein paar lustige Storys erzählen. Ich habe so viel erlebt auf den Ringen. Hä, seid ihr jetzt hochgefahren? Ja, wenn ich so deine Hose leuchtet. Oh. Zeit für Frühstück, ne? Wie spät haben wir es? Viertel vor vier? Perfekt. So Leute, eigentlich sollte ich meine Wohnung ausräumen und anfangen, aber jetzt gerade sind wir mal wieder versackt. Wir zocken jetzt Monopoly, let's go! Scheiße! Dieser Monopoly-Mann ist der größte ehrenlose V-Mann, Alter. Ich bin reich. Stell mal Geld über Yu-Gi-Oh! Ja, das machen wir jetzt. Auch mit dem Yu-Gi-Oh-Laden. Kein neues Glück. Ah, so, guten Morgen, Freunde. Wir bringen gerade Fun weg. Let's go. Okay, und los geht's. So, Leute, wir sind wieder zurück. Wir waren jetzt gerade einkaufen. Wir haben alles eingekauft für Hawaii-Toast. Das machen wir gleich. Falls ihr noch nicht merkt, das heutige Video ist nur ein Handy-Vlog. Ich wollte es nochmal ausprobieren, wie es so ist. Ich finde es deutlich angenehmer, nur mit dem Handy zu filmen, weil man das schneller immer greifbereit hat. Und ich glaube, gerade bei so einem Umzug ist es nervig, immer mit Kamera rumzulaufen. Mein Vater fährt jetzt gerade aus Lübeck hierher mit einem dicken Lieferwagen von Six. Und da werden wir gleich die ganzen Sachen reinräumen. Morgen Mittag ist Schlüsselübergabe. Das heißt, bis morgen Mittag muss die Wohnung wirklich verdammt clean sein und alles muss raus sein. Mal schauen, ob wir das schaffen. Also, wir haben noch 24 Stunden Zeit und ich zeige euch jetzt, wie es aussieht. Los geht's. So, hier sieht noch alles gleich aus. Das mache ich gleich. Hier haben wir schon ein bisschen gepackt. Die Ecke ist leer. Also das sind halt die großen Sachen, die wir gleich runtertragen müssen. Hier mache ich einfach Paketband rum, dann fällt da nichts aus. Hier sind die Boys, die zocken gerade Yu-Gi-Oh! Das ist sehr gut. Den Kleiderschrank hier muss ich jetzt ausräumen, dafür haben wir schon da ein paar Mülltüten liegen. Also ich werfe die Sachen nicht weg, keine Sorge. Und das Zimmer hier ist schon komplett aufgeräumt. Tada! Und hier wohne ich.
Da vorne ist die Klapsmühle. Lul. Ich muss sagen, Karneval war sehr geil hier und ich werde Karneval auf jeden Fall wieder nach Köln kommen. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen weiter und dann gibt's wieder ein Update. Bis gleich. Der Schrank ist leer geräumt. Hier ist auch alles soweit fertig und jetzt geht's weiter. Let's go! So, und wie es sich gehört, gucken wir jetzt Yu-Gi-Oh! Staffel 5 ist das. Arsch. Dritter fucking Stock im Altbau, let's go. Perfekt, Digga. Da haben wir drauf, oder? Ja. Was machen wir? Wir müssen uns irgendwie frei halten, wie mein Dad gleich, dass er da parken kann. Theoretisch würde er hinpassen, wenn er hier. Was sagen die Schilder? Ja. Wir müssen ihn mit unserem Leben beschützen, diesen Parkplatz. Okay, wir haben jetzt eine halbe Stunde hier diesen Parkplatz hier freigehalten, damit wir hier gleich ausladen können. Und ich sehe endlich da vorne ein großes Sixt-Auto. Es geht los! Da ist das Ding. Meint ihr, das passt? Ja. Ja? Oh, wichtig, wir haben einen Parkplatz. Es wird halt schon eng, glaube ich. Das sieht echt klein aus, ne? Das wird niemals passen. Das wird niemals passen. Hey. Samstagabend, mitten auf den Ring. Wie dumm sind wir eigentlich? Let's go, da vorne ist ein Saufbus. Woo. Da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Das ist ein Flex. Ich finde nicht so auffällig, das ist echt unangenehm. Ist mir egal. Ist das, Jonas, ist dir das unangenehm? Scheiße. Jawoll. Easy. Ein Hoch auf die Hebebühne. Ja, je. Alter, das zweite Stück der Couch ist eingetütet. Jaller. Jo, kann losgehen. Das sind die schönsten Parts des Aufräumens. Wir packen jetzt beide runter, oder? Oder die eine von eurem Fahrstuhl stellen. Was macht mir Spaß, hier runterzukicken? Oh nein! Scheiß Schrank. Oh, boah, ist staubig. Junge, auf der Kamera? Sieht aus wie ein Wirbelsturm hier. Ja, ja, oh, über Eck. Hier so runter. Geiler Move, Junge. Ja! Sicheres Ding. Ein neues Update. In 2 Stunden ist Übergabe. Oh, Baby. In 2 Stunden ist Übergabe. Es sieht hier immer noch so aus. Wir müssen noch ein bisschen streichen. Drüben, hier sieht es schon mal richtig nice aus eigentlich. Hier ist alles leer. Na, ziemlich. Oh, scheiße. Wohnung ist fertig. Es ist genau halb. Das war eine absolute Punktlandung. Die letzten Reste hier. Alles leer wie vor einem Jahr. Nice. Das ist ja mal so eine Punktlandung mal wieder. Der Umzug ist fertig! Ja, Junge! Ja, wichtig. Jetzt gibt's Essen. So, Freunde, kleiner Cut. Es ist Zeit für den letzten Schritt. Wir sind zurück in Lübeck. Wir sind jetzt 5,5 Stunden Auto gefahren. Wir sind in Lübeck. Es ist 23 Uhr. Und jetzt wird alles ausgeladen. So, Leute, das ist jetzt ein unglaublich dicker Cut. Es ist jetzt 4 Tage später und ich bin mittlerweile schon auf Madeira. Der Umzug hat perfekt geklappt, alles ist super. Die Wohnung muss nur noch ein bisschen gereinigt werden, aber das ist ja normal, so ein bisschen Grundreinigung und so weiter. Das haben wir zeitlich nicht geschafft. Aber ich hätte nie gedacht, dass wir das so schnell packen. Vielen, vielen Dank nochmal an meinen Vater und an die beiden Jungs. Ohne euch hätte ich das niemals geschafft. Ja, das war, glaube ich, der chaotischste Umzug meines Lebens. Aber es hat alles top geklappt. Also, ich würde es wieder machen. Ab jetzt wird es alle 2 Tage ein Video geben. Ich kündige das jetzt einfach mal an. Da werdet ihr sehen, wie ich nach Madeira ziehe. Also mein Umzug hierher, wie das alles abgelaufen ist und so weiter. Viel Umzugs-Content jetzt gerade. Ich muss wirklich sagen, das war eine unglaublich geile Zeit in Köln. Grüße gehen nochmal raus an Moritz und alle Leute, die ich da kennengelernt habe. War sehr, sehr gut. Jetzt beginnt das nächste Kapitel hier auf Madeira für mindestens ein halbes Jahr. Ich bin gespannt, was alles passieren wird. Wenn ihr wollt, dass ich nochmal ein Video mache, wie ich so ein bisschen erzähle, wie es war in Köln und was ich da so erlebt habe auf den Ringen. Also ich habe ja wirklich direkt auf der Hauptpartystraße da gewohnt, für die Leute, die es nicht wissen. Kann ich das gerne nochmal machen oder in einem Livestream oder so gerne. Gar kein Problem. Wenn ihr Vorschläge habt, was ich in Madeira hier alles machen soll, dann schreibt das auch in die Kommentare. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle Glückwünsche unter dem letzten Video. Freut mich sehr, dass es so gut angekommen ist. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, das war ein Geburtstag von meinem, das war ein Video von meinem 20. Geburtstag. Sehr, sehr wildes Video. Ich freue mich mega auf die kommende Zeit, das wird ultra geil. Ich habe richtig Bock, jetzt wieder Vlogs durchzuziehen. Ich habe jetzt im Dezember so ein bisschen eine Pause gemacht und jetzt geht's wieder los. Es ist halt so verrückt, weil hier sind einfach 20 Grad und ich habe gerade eine Badehose und Flipflops an. Wird Flex. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr habt auch Bock drauf. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, Daumen nach oben. Ihr wisst Bescheid, wie das Ganze läuft. Abonniert den Kanal, bla bla bla. Haut rein. Bis hoffentlich übermorgen. Und ciao. Feels and go.